Wir sind gerade in der wunderschönen Stadt Tromsø angekommen. Und obwohl Tromsø nur 55.000 Einwohner hat, ist sie eine echte Stadt der Superlative. Beispiele hierfür sind... Der nördlichste botanische Garten der Welt. Das älteste Kino Norwegens. Die nördlichste Kathedrale der Welt. Die nördlichste Brauerei der Welt. Die schauen wir uns natürlich auch von innen an. Wir sitzen in der Originalölhalle der Mack-Brauerei von 1929. Hier haben schon die Seefahrer und die Walfänger, alle haben sie hier gesoffen. Und darauf Prossata. Und wie schmeckt das Originalbier von 1878? Leider nicht nach 4,60 €. Schade. Ey Leute, kennt ihr das, wenn man vom Mittag noch so geil Fisch zwischen die Zähne hat und man das so mit der Zunge so rausknibbelt? Boah, extrem geil. Oh Jungs, was soll denn die Kacke? Schon wieder so ein kurzes Video? Mach mal länger, ey.